Ja, hallo zusammen. Wir haben eine Ad-hoc-Meldung und man kann sagen, ich bin ganz aufgeregt. Wie heißt es? Ich muss das ablesen. Die Bundesregierung diskutiert Staatszuschüsse per Euro-Token. Die Bundesregierung diskutiert einen womöglich weitreichenden Vorschlag. Demnach könnte der Bund sogenannte Euro-Token herausgeben. Also digitale Gutscheine auf Basis der dezentralen Datenbanktechnologie Blockchain, berichtet das Handelsblatt mit Ausgabe von heute. Mit ihrer Hilfe könnte die Bundesregierung in der Corona-Krise auch abseits der bereits initiierten KfW-Kredite Staatshilfen kurzfristig und unbürokratisch auszahlen. Also das heißt nichts anderes als die Kryptonisierung. Die wird hier angekündigt und wir wissen, wenn etwas in den Medien geschrieben wird, dass man darüber nachdenkt, etwas zu tun oder diskutiert, dann sind die schon zwei, drei Schritte weiter. Also ich gehe davon aus, dass die Kryptonisierung jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Tagen tatsächlich kommt und dann unter Umständen auch gleichzeitig die Weltwährung ausgerufen wird, beziehungsweise in den nächsten Tagen nachkommt. Das war es mir wert, zumindest ein kurzes Video zu machen und Hallo zu sagen. Also ganz großartig. Müssen wir weiter verfolgen, müssen wir weiter beobachten. Es gibt noch eine andere Nachricht auf Focus Online, stelle ich auch gleich rein den Link. Sind die Feiertage im April 2020 benannt worden. 10. April ist der Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag. 12. April der Ostersonntag. 13. April der Ostermontag. Und jetzt kommt's. Zudem wird auch der 20. April 2020 für viele Menschen in Deutschland eine große Bedeutung haben. Bis dahin soll das derzeitige Kontaktverbot laut Bundesregierung gelten. Was auch immer am 20. April auch nochmal bekannt gegeben wird. Wir vermuten, wir haben es ja schon heute auch in dem Video gesagt und auch gestern schon, der Herr Laubertal wird sein Amt antreten zwischen dem 1. und dem 10. April und am 20. April wird es da sicherlich eine Verkündung geben. Das soll schon gewesen sein. Wir arbeiten weiter dran. Wenn Ad-hoc-Meldungen kommen, dann kriegt ihr das ganz schnell auf Video. Diesmal bin ich nur alleine, weil die Nelly massive Probleme mit dem Internet hat in Saarbrücken bzw. St. Ingbert. Wir haben jetzt auch gehört aus Österreich auch massive Eingriffe in ins Internet. Vor allem beim Online-Banking gibt es Schwierigkeiten, sich einzuloggen. Also, wenn ihr Meldungen habt, dass bei euch Mobilfunk, Telefon oder Internet nicht ganz so läuft, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, bitte kurze Meldung. Wir sammeln das und bereiten das dann auf. Herzlichen Dank. Bis später. Macht's gut. Ciao, ciao.